Hallo, liebe Liebenden des Internets, ich bin's der, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn. Ja, ich war wieder unterwegs in kulturellen Angelegenheiten. Gestern war ein großartiger Tag, ein sehr, sehr bedeutsamer Tag für Bonn, denn dort ist die Ausstellung eröffnet worden, Bonns goldenes Zeitalter, die kurkölnische Residenzstadt zur Zeit Beethovens. Das klingt erstmal vom Titel unspektakulär. Die Ausstellung, die gestern festlich abends eröffnet wurde im Hotel Königshof, beschäftigt sich halt mit der Zeit von Beethoven in Bonn. Vor allen Dingen aber vor dem Hintergrund, wie Beethoven musikalisch, politisch und auch von generell von der Bildung her geprägt wurde, welche Persönlichkeiten da eine ziemlich hohe Relevanz hatten. Und das Ganze ist natürlich wieder mal initiiert worden von der lieben Dr. Ingrid Botsch, die Leiterin des Stadtmuseums Bonn. Was würde Bonn eigentlich machen ohne Ingrid, denn sie ist ja so mal der Antreiber in vielerlei Hinsicht für viele Ausstellungen, für viele musikalische Darbietungen. Auch in der Forschungsarbeit setzt sie immer wieder Akzente. Und ich glaube, wir würden hier in Bonn nicht so viele kulturelle und künstlerische Aktivitäten erleben, wenn es nicht die Ideen und die Antriebe von Ingrid Botsch geben würde. Also das Ganze ist initiiert vom Stadtmuseum Bonn in Kooperation mit der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Und da durfte ich auch die Protagonisten dieses Hauses gestern kennenlernen, denn es gab ja nicht nur die Eröffnungsveranstaltung abends um 19 Uhr im Hotel Königshof. Übrigens, dieses Foto im Hintergrund ist von der Terrasse des Hotels aufgenommen. Also so ein bisschen Abenddämmerung. Ich war um 18:30, 18:40 da. Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen. Ein tolles Foto geworden, finde ich, von der Terrasse des Hotel Königshofs. Die Ausstellung, ich durfte die Professorin Ingrid Fuchs und Professor Otto Bieber kennenlernen von der Gesellschaft der Musikfreunde in Bonn, denn ich durfte mir vorab auch schon die Ausstellung selbst anschauen. Die ist im Arndthaus in der Adenauer Allee 79. Die Eröffnungsveranstaltung war gestern im Hotel Königshof wegen der Corona-Beschränkungen, denn im Arndthaus dürfen maximal 10 Personen sich aufhalten und im Hotel, in dem großen Festsaal des Hotel Königshofs waren es halt doch einige mehr. 60 Personen waren eingeladen. Die mussten natürlich mit den entsprechenden Abständen platziert werden, sodass also die Ingrid Botsch sich für das Hotel Königshof dann entschieden hatte. Die Ausstellung selber ist aber im Ernst-Moritz-Arndt-Haus in der Adenauer Allee 79. Ja, also ich durfte mir komplett die Ausstellung vorab schon mal anschauen. Sie ist offiziell heute Mittag eröffnet worden. Also seit heute ist sie für alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Und ich kann euch nur sagen, ihr solltet diese Sache nicht versäumen. Ihr solltet euch diese Ausstellung auf alle Fälle anschauen. Sie ist bis zum 24. Januar 2021 geöffnet, von Mittwoch bis Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11.30 Uhr bis 17 Uhr. Montag und Dienstag ist sie geschlossen, am 24. und 25. Dezember und natürlich am 31. Dezember ist das Haus auch geschlossen. Ja, ich konnte gestern also einige Videoaufnahmen machen, vor allen Dingen einige Interviews führen mit Dr. Ingrid Botsch und auch den Wiener Kollegen von der Gesellschaft der Musikfreunde, also mit der Professorin Ingrid Fuchs und Professor Otto Bieber. Und ich kann euch versprechen, ihr erfahrt heute Dinge in diesen zwei Einspielern, die ihr vorher noch nicht gewusst habt. Definitiv, das sage ich euch zu 100%, es sind viele Dinge, die ihr heute das erste Mal hört. Und auch in der Forschungsarbeit, glaube ich, die geleistet wird, unter anderem auch bei dieser Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, sind Dinge präsentiert worden oder werden auch bei dieser Ausstellung präsentiert, die so, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch niemals präsentiert wurden.
So, und insofern fangen wir dann mit dem ersten Einspieler an. Ich habe das zweigeteilt, weil diese Videos so lang waren. Und ich habe das Ganze ja mit der Canon aufgenommen und dann hat man echt Probleme, diese Videos zu bearbeiten mit iMovie. Und insofern habe ich das zweigeteilt. Aber ich verspreche euch, es lohnt sich, die Ausstellung lohnt sich, aber diese Interviews auf alle Fälle auch. Hier kommt der erste Teil der Beethoven-Ausstellung. Bonns goldenes Zeitalter, die kurkölnische Residenzstadt zur Zeit Beethovens, Hofgesellschaft und Stadtgesellschaft, Kulturleben, Politik und Bildung. Ja, diese Ausstellung ist eine Planung schon über mehrere Jahre und natürlich immer auf 2020, auf dieses 250-jährige Geburtsjubiläum des Bonners Ludwig van Beethoven ausgerichtet gewesen. Aber es sollte eben nicht nur eine Hommage an ihn sein, letztlich ist ja alles dann eine Hommage an ihn, aber das sollte es eben nicht ausschließlich sein, sondern einfach auch eben sein Umfeld beleuchten und es sollte eben auch die Leute beleuchten, mit denen er in Bonn zu tun hatte, denen er auch dann letztlich verdankte, nach Wien zu gehen und es sollte auch nicht mit der Zeit der Residenzstadt enden, weil, wenn man es formal betrachtet, und so hat es auch der Kurfürst betrachtet, der ja zwei Jahre nach Beethoven ja endgültig Bonn vor den heranrückenden französischen Revolutionstruppen verlassen musste, der hat sich tatsächlich bis zu seinem Tod noch als rechtmäßiger Landesherr gesehen. Es gibt wirklich sehr interessant, kurz vor 1800, also um 1800, gibt es noch den sogenannten Münsterschen Hofstaatsentwurf, wo er wirklich eigenhändig, der schon längst exiliert war er natürlich zum Glück in seiner Wiener, also in seiner Geburtsstadt, aber längst eben von seinen Ländern entfremdet, schreibt er eben handschriftlich einen Hofstaatsentwurf. Das heißt, er hatte, trotzdem hier natürlich längst alles französisch war, aber in Münster das Rechtsrheinische noch nicht, schreibt er dann eben wirklich auf, wie er sich einen so verkleinerten Hofstaat vorstellt. Und da kommt eben auch nochmal die ihm wirklich immer sehr wichtige Hofmusik vor. Und er schreibt dann wirklich all die Namen auf, steht dann auch, der wäre schon pensioniert und der hätte längst eine andere Anstellung. Aber schreibt dann eben noch, Beethoven wäre ohne Gehalt in Wien und wird einberufen. Sprich, er ging davon aus, wenn er zurückkommt, müsste dann auch Beethoven wieder antreten. Und das war eben wirklich kurz vor seinem Tod, 1801 ist er gestorben, deshalb haben wir wirklich auch den Bogen bis 1801 gesponnen, vor allem weil in den 90er Jahren auch noch relativ viele Bonner, die er von hier aus kannte, wie sein, wenn man so möchte, dann doch längsten und ältesten Jugendfreund Wegeler, aber auch jüngere Geschwister von, oder ein der jüngste Bruder von Eleonore von Breuning und ein älterer Bruder, die sind ja dann auch nach Wien gegangen. Der Ältere hat sich ja dann auch ganz in Wien niedergelassen. Also das spielt in den 90er Jahren, ist schon noch die Verbindung auch groß, dadurch, dass manche hier ja auch erstmals ihre Existenz verloren und erst dann, wie sich die Verhältnisse hier wieder beruhigt waren, dann ins Rheinland zurückgingen. Da ist der Austausch noch sehr intensiv, aber letztlich muss man eben sagen, bis 1801 war Beethoven formal noch ein Untertan Kurkölns und ein Angestellter des Kurfürsten. Und wir haben natürlich in der Planung dieser Ausstellung von vornherein gesagt, ja, das muss natürlich unbedingt unter Einbindung von Wien mit den entsprechenden großen fachlichen Expertise, aber eben auch mit der großen Sammlung passieren. Und wir sind wirklich schon in, man kann schon sagen, in jahrzehntelanger freundschaftlich kollegialer Verbindung eben mit dem Archiv, Bibliothek und Sammlungen der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Und das haben wir schon lange vorbesprochen und es war dann eigentlich vor 5, 6 Jahren schon klar, dass wir das als Kooperationsveranstaltung machen können. Und ich hatte dann auch Glück, dass es auch direkt von der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft vor 3 Jahren auch bewilligt worden ist. Und ja, also die Herausforderung ist eigentlich immer vor allem da oder hängt daran, dass man eigentlich eine Auswahl treffen muss, auch eine Auswahl, die möglichst aussagekräftig ist. Aber andererseits gibt es natürlich so gesetzte Sachen, ne? Dass man sagt, was hat Beethoven in dieser Zeit geschrieben, was hat er komponiert? Da kann man dann nicht sagen, naja, das sieht jetzt vielleicht nicht so ganz attraktiv aus, das Titelblatt. Das muss eigentlich sein. Es gibt dann so gesetzte Sachen. Dann hofft man natürlich, dass man genug Objekte bekommt, die
wenn man so will, wie wir das immer nennen, so sprechend sind, für sich sprechend sind, wo man dann gleich, also irgendetwas, wenn einer nur anguckt, dann schon eine bestimmte Vorstellung hat. Und ja, also ich glaube, das war eigentlich die größte Herausforderung. Ich wusste eigentlich aufgrund eben der, ja, wirklich der jahrzehntelangen guten Kontakte zu sehr vielen relevanten Leihgebern, dass man eigentlich schon immer das kriegt, was man möchte. Aber dass man dann eben gucken muss, wie lässt sich das alles dann eben in, wir müssen ja auch mal denken, wir müssen das hier in diesen 5 Räumen dann auch präsentieren können, dass man das dann eben auch wirklich dann so zusammenkriegt, dass man sagt, ja, das gibt ein schönes Bild, bei immerhin ja weit über 200 Leihgaben, und man hat jetzt nichts, wo man dann sagt, das hat man jetzt so, oder man beleuchtet jetzt eine Sache sozusagen ganz intensiv und eine ganz andere gar nicht. Das gibt es natürlich auch immer, es gibt eben Dinge, also gerade Jugendfreunde von Beethoven, da wird man immer sagen, ja, wenn man dann oft eine Abbildung hat, da ist der Herr dann ganz alt, ne? Ich meine, auch bei Beethoven muss man sagen, außer der Silhouette, die ihn als 16-Jähriger zeigt, gibt es ja dann auch bis in seine Wiener Zeit gar nichts. Das ist natürlich auch bei anderen, weil man selten eben, wenn man nicht fürstlicher Geburt ist oder zumindest hochadeliger Geburt oder möglicherweise einer Frankfurter Patrizierfamilie angehörte, wurde ja von einem auch nichts gemalt, ne? Und Vervielfältigungsgrafik, die hat man ja eigentlich immer erst bei Leuten gemacht, wenn die schon berühmt waren, die hat ja sonst kein Mensch gemacht. Also das sind dann eher so, dass man sagte, eigentlich würde man zu dieser oder jener Person auch gerne was erzählen, aber man hat eigentlich nichts. Man kann dann nur im Katalog das beschreiben. Also das sind dann immer die Sachen, die nicht in eine Ausstellung kommen, sondern im Katalog ausgewalzt werden müssen. Aber das ist ja immer so, kaum ist einer einigermaßen bekannt oder gar wenn er dann richtig berühmt wird, völlig klar, das machen die ja dann auch zum Teil selbst und natürlich die Stecher auch, weil sich das für die lohnt, ne? Dann kommen so die ersten Stiche und sagen, unser junger Kompositeur, ne, hier 1801, ne? Klar, sie werden oben sehen, das erzählen dann die Wiener Kollegen, weil es natürlich eine Leihgabe aus Wien ist, dass dieses berühmte Porträt von ihm, was eben unglaublich oft vervielfältigt worden ist, also das ist wirklich um die Zeit des Ablebens von Kurfürst Maximilian Franz, wo von Beethoven damals dieses Porträt von Herrn Neidl geschaffen worden ist, werden die Ihnen auch noch zeigen können, einen Pfeifenkopf mit dem Porträt. Also da gab es dann schon, Merchandising wäre dann schon das richtige Wort, aber das gilt für Bonn natürlich noch nicht. Da war er zwar geschätzt und gewürdigt, aber er hatte eigentlich auch Hofmusikerkollegen, denen in Bonn sicherlich die gleiche Hochachtung zuteil geworden wäre, dass er jetzt noch nicht so als Einzelperson rausragt, zum Beispiel auch bei der letzten Dienstreise, wenn man so möchte, diese Fahrt nach Mergentheim, beim großen Ordenskapitel in Mergentheim. Da nimmt der Kurfürst zur Unterhaltung der Gäste dann nämlich auch also seine wichtigsten Hofmusiker mit. Aber es ist ganz klar, Beethoven hat da keine solistischen Auftritte. Ne? Dafür der Tenor Simonetti, sage ich jetzt mal. Ne? Also da kann man dann schon sehen, dass die Gewichtung so war, dass man schon sagte, ja, der muss unbedingt dabei sein, aber eben sozusagen im Ensemble. Ja, und dieser Raum ist sozusagen, ja, eigentlich könnte man sagen, so der Bonner Raum und zeigt eben das unmittelbare Umfeld von Ludwig van Beethoven, was eben nicht jetzt nur sein dienstliches Umfeld betrifft, das auch, aber eben auch das Umfeld zum Beispiel der Familie von Breuning, ist ja allgemein bekannt, dass es so seine zweite Heimat geworden ist für ihn dann als Teenager, eine hochgebildete Familie. Und Beethoven kam vermutlich über eine Empfehlung von Herrn Wegeler, eben 3 Jahre älter, Mediziner, eben als häufiger, man kann dann sagen, eigentlich ja schon fast wie ein regelmäßiger Hausgast bei der Familie der Hofrätin von Breuning, wo er eben vermutlich auf Empfehlung oder Vermittlung seines Freundes Wegeler, der vorher schon Kontakt eben zur Familie hatte, als Klavierlehrer eben der beiden jüngsten Kinder, Eleonore, die fast gleichaltrig war wie Beethoven, und dann doch noch den etwas jüngeren, jüngsten Bruder Lorenz. Diese Familie von Breuning hat offenbar gerade so in diesem Bereich des Hofadels, sehr gebildeten Hofadels mit großer Leidenschaft
für die Musik, aber eben auch andere Künste, wirklich eine große Rolle gespielt. Sicher nicht nur für Beethoven, aber Beethoven war dann eben aufgrund seiner häufigen Aufenthalte und natürlich, weil er eigentlich dann doch aus sehr anderen Verhältnissen kam. Man könnte zwar sagen, die waren dann ähnlich gehoben, weil bei vielen Hofmusikern war das so, aber gerade in Beethovens Familie war das sicherlich etwas anders, dass man da jetzt nicht unbedingt von einem sehr inspirierenden Umfeld, abgesehen jetzt vielleicht im Hinblick auf die Musik, sprechen könnte, dass das, glaube ich, schon eine ganz große Wohltat für ihn gewesen ist, da so regelmäßig und dann dort eben auch mit der Literatur der Zeit vertraut zu werden und eben, ja, alles, was eben ihn dann seit seines Lebens so unglaublich interessiert hat, eben auch mit der Lektüre der Aufklärung, aber eben auch mit der ganz allgemein, mit der Belletristik, das, glaube ich, war schon ein richtiger Schwerpunkt, weil in den Familien wurde natürlich nicht nur Musik gespielt, sondern auch viel gelesen und sich entsprechend ausgetauscht. Und diese Familie von Breuning hatte eben sehr enge Kontakte zu vielen Gebildeten in der Stadt. Von daher war das schon so ein Kulminationspunkt. Ähnlich wie die Mitglieder der Lesegesellschaft in Bonn, die aber zum Teil natürlich dann auch zu den Hausgästen gehörten und denen dann auch ja, ganz zentral am Markt gelegenen sogenannten Zehrgarten der Witwe Koch. Sie auch eine Witwe eines ehemaligen Hofangestellten, der aber schon verstorben war, der das Gasthaus aber selbst noch erworben hatte. Die hatte dann ganz clever dann eben eine Buchhandlung auch gleich mit dabei. Und man weiß aufgrund von entsprechenden Annoncen in der Zeitung, dass die wirklich dann die neueste Literatur auch anbot. Ja, also hier sehen wir auch nochmal sehr zentrale Figuren. Sie wissen ja, Beethoven ist zwar noch unter der Herrschaft von Maximilian Friedrich geboren, aber erst mit Amtsantritt seines Nachfolgers Maximilian Franz von Österreich ist ja dann auch zum ersten Mal die Stelle Beethovens auch eine besoldete. Also er ist dann sozusagen nicht nur Mitglied in der Hofkapelle, sondern eben auch bezahlte Angehörige der Hofkapelle, wie schon sein Vater oder Großvater vor ihm. Und das ist eben Maximilian Franz, den wir hier sowohl als Kurfürst auch, als auch als Hochmeister des Deutschen Ordens sehen, das ist das Ordenskreuz. Er war ja 1780 schon Hochmeister des Deutschen Ordens gewesen, in Nachfolge seines Onkels Karl Alexander von Lothringen. Und im gleichen Jahr, das war sozusagen eine großpolitische Maßnahme, hat man es eben auch erreicht, der damalige Minister von Maximilian Friedrich mit österreichischen hochrangigen Diplomaten und natürlich auch Unterstützung des Kaiserhofs, die Interesse hatten, auch ihre österreichischen Niederlande etwas wieder einzubinden, ist er damals auch schon Koadjutor des hiesigen Kurfürsten geworden. Also von daher war schon klar, dass der Hochmeister hier auch, wenn er nicht vorher stirbt, auch in Bonn nachfolgen würde. Und in ganz engem Zusammenhang, weil auch er nur aufgrund des Deutschen Ordens, also er kam natürlich nicht aufgrund des Deutschen Ordens nach Bonn, aber der Graf Waldstein aus Wiener Hochadel, also man würde sagen böhmischen Hochadel, aber es ist natürlich alles kaiserlicher, sozusagen vom Kaiser abhängiger Hochadel gewesen, kam damals nach Bonn, weil er in seiner Karriere eben vorgesehen war, von seiner Familie aus, dass er die im Deutschen Orden machen musste, wie das häufig für jüngere Söhne des hohen Adels, für die suchte man ja dann immer irgendwelche andere interessanten Karrierewege. Und eben dieser Graf Waldstein, der hat nach seinem Noviziat, kam der dann an den Bonner Hof, war natürlich eine starke Empfehlung und beide waren sehr musikliebend. Und er ist dann tatsächlich, und deshalb ist es ganz wunderbar, eine innere Zeichnung der Hofkapelle, wo genau dargestellt ist, wo alle Leute standen, wie der Kurfürst als Hochmeister ihn in einer feierlichen kirchlichen Zeremonie zum Ritter geschlagen hat. Und Beethoven hat vermutlich eben Graf Waldstein auch bei den von Breunings kennengelernt. Der hat dann natürlich als selbst ja musikliebender Mann, auch nur wenig älter als Beethoven, natürlich gleich dessen Begabung erkannt, hat ihn ja dann auch ein bisschen genutzt aufgrund seiner Unterstützung. Er hatte auch durchaus große choreografische Talente, hat auch selbst komponiert, also er hatte schon ein großes Verständnis dessen, was er sah.
und hat aber Beethoven dann eben auch gebeten, dieses Ritterballett zu einer Choreografie, für die er verantwortlich war, zu schreiben, was aber unter seinem Namen veröffentlicht worden ist. Also veröffentlicht ist es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht worden, aber dargestellt, dass es natürlich auch auf ihn zurückgeht. Aber man weiß natürlich mittlerweile seit langem, dass das eben von Beethoven ist. Auch damals nichts Ungewöhnliches, dass eben jemand, der ja einem, wenn man so möchte, eine Gefälligkeit schuldig war, das dann auch so hinnahm, dass das unter einem anderen Namen. Aber von daher sehr wichtig, er war ihm auch offenbar dann durchaus gewogen und dankbar. Wir kennen ja alle dieses wunderbare Zitat auf diesem Stammbuchblatt, was der Graf Beethoven dann bei der Abreise mitgibt. Und alles spricht dafür, dass er wirklich einer der besonderen Befürworter gewesen ist bei seinem Kurfürsten und Deutschordensmeister, dass Beethoven dann eben dieses kurfürstliche Stipendium nach Wien bekam. Stipendien waren allerdings nicht ungewöhnlich, zum Beispiel auch Franz Anton Ries, einer der ersten Lehrer von Beethoven, der hatte das viele Jahre schon von Maximilian Friedrich auch für Wien bekommen, und Eichhoff als Sohn eines Hofkochs, ein schreckliches Wort, Hofkochs, genau, hat er eins nach Paris bekommen, um dort seine Künste zu vervollständigen, hat aber natürlich andere Interessen gehabt. Aber es war nicht so ungewöhnlich, aber dass der Kurfürst in einer durchaus ja schon brenzligen Situation, auch politischen, da noch einverstanden war, jemanden mit Geld auszustatten, das ist schon was Besonderes und hängt sich ja auch an ihm. Und dieses wunderbare Wappen, das ist ganz toll, dass wir das selbst im Bestand haben, des Grafen, ist tatsächlich angefertigt worden zum Zeitpunkt seines Ritterschlags in Bonn und muss an einer Wange einer Kirchenbank in der Schlosskapelle gehangen haben. Ja, soweit der erste Teil. Und das waren jetzt nochmal eher ja, allgemeine Erklärungen, Erläuterungen von Dr. Ingrid Bootsch zur Ausstellung. Jetzt kommen ein paar Aspekte im zweiten Teil, die ihr, sag mal, in der Form, glaube ich, dann noch nicht vernommen habt, auch nicht in der entsprechenden wissenschaftlichen Lektüre oder auch in der populärwissenschaftlichen Variante, beispielsweise das Wirken von Maximilian Franz von Österreich als Kurfürst, als Netzwerker, um die Karriere von Beethoven erst in Gang zu setzen. Das ist in einigen Aspekten natürlich auch der Literatur zu entnehmen, aber in der Tiefe und in der Vernetzung und in der Bedeutung für die Sozialisierung von Beethoven ist es, sag mal, in der Klarheit, glaube ich, so noch nicht so richtig gesagt worden, was also vor allen Dingen Professor Otto Bieber da zum Besten bringt im Interview mit mir. Und Ingrid Bootsch geht auch noch auf eine Persönlichkeit ein, den ich eigentlich als Wegbereiter der Europäischen Union sehe, als Wegbereiter des europäischen Binnenmarktes. Also man sieht, die Residenzstadt Bonn hatte eine Menge zu bieten, nicht nur Aufklärungsgeist, sondern eben auch wirtschaftswissenschaftliche oder wirtschaftspolitische Kompetenz. Kommen wir also zum spannenden zweiten Teil, auch mit sehr, sehr interessanten Erläuterungen der Professorin Ingrid Fuchs und dem Professor Otto Bieber von der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, aber noch einigen Erläuterungen von Ingrid Bootsch, die ich jetzt hiermit starte. Teil 2. Hier haben wir sozusagen einen der wirklich absoluten Protagonisten der Aufklärung in Bonn, Johann Joseph Eichhoff. Er ist der Sohn des Hofkochs gleichen Namens gewesen, hatte auch mehrere Brüder, aber er und seine Brüder waren wirklich so ganz mit den Ideen der Aufklärung nicht nur befangen, sondern haben die auch ausgelebt, also durch Herausgabe diverser Schriften. Und bei ihm ist eben auch sehr interessant, er wurde eben als ganz junger Bursche nach Paris mit einem Stipendium, hat das aber offenbar auch dann zur absoluten Vervollkommnung seiner französischen Sprachkenntnisse genutzt und hat dann eigentlich die erste beste Gelegenheit ergriffen, auch durch die Heirat mit der Tochter eines sehr wohlhabenden Bonners, aus dem Hofdienst ausscheiden zu können, und hat sich dann vor allem eben, wenn man so möchte, durchaus auch als Wirtschaftsfachmann, er ist also durchaus auch in diese Richtung gegangen, aber alles eben unter dem Gesichtspunkt der Aufklärung. Er war schon Mitglied eben dieser Illuminatenloge in Bonn, der Stagira, und natürlich auch Gründungsmitglied der Lesegesellschaft. Und er ist übrigens der Einzige, der ein Widmungsbuch
Widmungsblatt für Beethoven schreibt zum Abschied von Beethoven. Auch ein wirklich ganz langes, also man denkt, der hört gar nicht mehr auf. Manche haben ja dann nur so einen freundlichen Spruch, aber ein ganz langes, wo er ist wirklich der Einzige, der sagt, er hofft, dass Beethoven wieder nach Bonn zurückkommt. Also das fand ich schon auch sehr interessant, weil bei ihm ist es ähnlich wie bei einem Sohn des früheren Staatsministers, noch unter Maximilian Friedrich, dem Bälderbusch. Das sind Personen gewesen, die nicht nur eine Nähe zum, also eine Nähe zum aufklärerischen Gedankengut sowieso, aber auch durchaus eben zu der neuen Zeit, die da anbrach, gekommen hatten. Weil obwohl er vom Hof auch lange gut gelebt hat, ist er dann wirklich, kaum dass der Kurfürst weg war, war er sozusagen schon in der französischen Verwaltung tätig, war dann sogar auch Bürgermeister unter den Franzosen und dann ist er auch noch weiter in der Administration aufgestiegen, konnte sich aber dann auch schon am Ende der Franzosenzeit und wie dann auch schon klar war, dass das bald nach Preußen kommt, eben genauso gut in die Zeit fügen und seine Kenntnisse und bei ihm eben von ganz besonderer Wichtigkeit. Er hat sich immer ganz intensiv mit der Rheinschifffahrt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten beschäftigt. Also der Zollfreiheit, weil ihm schon klar war, ne, diese ganzen kleinteiligen Zölle im Heiligen Römischen Reich, wo so ungefähr an jeder Ecke, behindert natürlich auch den freien Handelsverkehr. Und der Rhein war natürlich eine der Hauptadern. Und er war wirklich der offizielle Delegierter beim Wiener Kongress für die freie Rheinschifffahrt und dann auch noch sogar dann unter den Preußen dann auch mal im Hinblick auf die Elbe dafür eingesetzt. Bei dem wirklich ganz intensiv gewesen. Einer seiner Söhne ist dann in Wien geblieben und dort eben auch dann zu ganz hohen Würden im Staatsdienst aufgestiegen. Aber er kam dann witzigerweise dann doch als sehr wohlhabender Mann wieder zurück nach Bonn, hat sich dann da eingekauft, unter anderem in Kessenich und ist dann auch auf dem Kessenicher Friedhof begraben. Also ein Eichhoff, der dann hier zurückgekehrt ist. Und eben hier sieht man ihn schon mit einem seiner von ihm selbst geschriebenen Veröffentlichungen, ne, die dann publiziert worden sind. Die Lesegesellschaften spielten in der Aufklärung generell eine wichtige Rolle. Auch so mal, Jürgen Habermas hat das ja auch analysiert beim Strukturwandel der Öffentlichkeit. Also es gab erstaunlich viele Lesegesellschaften natürlich im 18. Jahrhundert, die sich dann zunehmend natürlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ganz besonders eben dem aufklärerischen Gedankengut widmen. Und es ist jetzt nicht so, dass jetzt Bonn der absolute Solitär gewesen wäre. Es gab auch in Koblenz eine ziemlich renommierte, auch mit vielen bekannten Leuten, in Mainz sowieso, wenn man so an Forster und Co. denkt, wo es dann ja schon so Aufspaltungen gab, weil dann eine Richtung vielleicht dann schon ja doch mehr revolutionäres Gedankengut atmete als die anderen. Aber das ist völlig richtig. Und Weimar, also man könnte jetzt ja alle Residenzen aufzählen, war das schon sehr gewichtig. Und es ist halt natürlich immer interessant. Es sind natürlich alles Leute von entsprechender Bildung, weil um Mitglied oder überhaupt das Gedankengut der Zeit erfassen zu können, musste man natürlich die Literatur kennen und auch aufgeschlossen sein. Und deshalb war ja auch immer das Anliegen, und das finde ich ja eigentlich auch so schön, und deshalb denke ich mir immer, die Zeit der Aufklärung, die könnte auch heute nicht genug gewürdigt werden. Die hatten ja schon den Anspruch, und das wurde ja dann auch vom Kurfürst als Patron, was die Bonner Lesegesellschaft betrifft, gefördert, eben der allgemeinen Alphabetisierung und sozusagen einer doch Neustrukturierung auch des Volksschulunterrichts, dass eben sozusagen alle Leute zumindest erstmal in die Lage kommen, lesen und schreiben zu hören und dann sozusagen auch in den Genuss möglicher weiterer höherer Bildung kommen. Ne? Ja. Mein Name ist Professor Dr. Ingrid Fuchs. Ich komme aus dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Da sage ich einmal primär etwas dazu, etwas Allgemeines. Archiv, Bibliothek und Sammlungen der Gesellschaft der Musikfreunde haben eine Vielfalt an Beständen, also nicht nur Musikautographe und Bücher, sondern wir haben eben auch Bilder und Erinnerungsgegenstände, sodass diese, ich sage jetzt mal, diese Papierware entsprechend dokumentiert und illustriert werden kann. Und das macht die Stärke unseres Archivs eigentlich aus. Und wir haben also auch in diese Richtung, ich habe auch versucht, die Themenkreise von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Also nicht immer nur ein Exponat zu sagen, sondern eben auch, ich nehme jetzt ein Beispiel, ich habe ein
Skizzen zu einem Werk, zeige dann, das vielleicht in Bonn entstanden ist, zeige dann die Erstausgabe und vielleicht eben noch den Widmungsträger oder den Ort, für, wo das entstanden ist, damit das eben eine abgerundete Sache ist, das Ganze. Wir haben insgesamt 8 Musikautographe aus Wien mitgebracht. Darunter eben, das ist hier ausgestellt, einen Entwurf zum Schlusschor zu der Kantate auf den Tod Kaiser Josef II. Also Beethoven wurde beauftragt, anlässlich des Todes von Kaiser Josef II., also der Bruder von Kurfürst Maximilian Franz, eine Kantate zu schreiben, und das hat er auch gemacht. Und das Interessante daran ist, dass er dieses Werk dann Haydn vorgelegt hat, wie dieser in Bonn war, und das als Zeugnis seines damaligen Könnens, und Haydn von diesem Werk sehr beeindruckt war. Und das ist irgendwie eine Initialzündung zu seinem Wien-Aufenthalt, der dann erfolgt ist zum Studienzwecken. Das andere Werk ist auf der anderen Seite hier zu sehen. Das ist ein frühes Violinkonzert, das ist Fragment geblieben. Das ist insofern ganz nett zum Anschauen, ist auch aus den Jahren, also aus den letzten Bonner Jahren, weil hier die, man kann das hier gut sehen, die Notenlinien, die sind hier alle ganz verzogen. Das ist also passiert durch das händische Rastrieren, durch das eigenhändige Herstellen der Notenlinien. Man kann das hier sehr gut sehen. Ist eigentlich eine ganz attraktive Geschichte, dass man da sieht, wie das eben, dass er eben das Notenpapier selber hergestellt hat, indem er das gezogen hat, die Notenlinie. Und das ist halt ein bisschen schief geraten hier. Hier haben wir die Skizzen zu einem der Variationenwerke, die ich aus Wien mitgebracht habe. Und zwar sind das Variationen über eine Arie aus dem Singspiel Das rote Käppchen von Karl Titus von Dietersdorf. Das wurde damals in Bonn aufgeführt, und Beethoven hat an der Bratsche dort im Orchester mitgewirkt und hat sich offensichtlich inspirieren lassen, Variationen über dieses Thema zu schreiben. Variationen waren damals überaus beliebt, da konnte sich einerseits der Pianist entsprechend profilieren und zeigen, was er kann. Auf der anderen Seite, es entspricht auch diesem Improvisationsliebe, die damals unter den Virtuosen geherrscht hat. Auf der anderen Seite haben die Leute das Werk im Theater gehört, und dann wurden die Variationen zu Hause nachgespielt, denn da haben sie sich erinnert an das Thema, das habe ich im Theater gesehen, und dann, das ist also auch eine Übernahme dieses Werkes in die Hausmusik, in die Kammermusik. Spielt eine große Rolle. Wir haben dann auf einer anderen Stelle noch ein anderes Werk, auch zu Variationen. Also das war eine absolut gängige Gattung damals, die Beethoven eben auch bedient hat, um dem Publikumsgeschmack zu geben. Hier haben wir frühe Druckausgaben von in der Bonner Zeit entstandenen Werken. Besonders möchte ich hinweisen auf die sogenannten Kurfürstensonaten, die dem Kurfürsten Maximilian Friedrich gewidmet sind. Und da steht drauf, verfertigt von Ludwig van Beethoven, alt 11 Jahre. Er war zwar schon damals etwas älter, er war nicht mehr 11, aber trotzdem ist das eines seiner frühesten Werke, natürlich unter Anleitung von Neefe entstanden, auch mit einer entsprechenden Widmung versehen. Dieses Exemplar, also von diesem frühen Druck Beethovens, ist außerordentlich selten, und wir sind sehr stolz, dass wir das also hier zeigen können. Beethoven wurde ja über Vermittlung von Waldstein vom Kurfürsten nach Wien zur weiteren Ausbildung geschickt und sollte bei Josef Haydn studieren, hat dort seinen Unterricht aufgenommen. Und wir haben hier Studienblätter, also von seinen Studien bei Haydn. Später hat er noch bei Albrechtsberger studiert und bei Salieri. Und bei von all diesen Studien, die er in Wien unternommen hat, haben wir hier ein Blatt jeweils ausgestellt. Es sind diese Studien sehr unterschiedlich. Bei Haydn finden wir in dem Manuskript sehr wenige Korrekturen. Das heißt aber nicht, dass er beim Haydn jetzt nichts gelernt hat, sondern bei Haydn hat er doch in erster Linie Werke durchgenommen, bereits bestehende Werke durchgenommen, verbessert, freie Komposition gelernt, weniger den Kontrapunkt, den er vielleicht sozusagen am Papier hätte lernen sollen. Haydn hat sich doch mehr mit der künstlerischen Seite von Beethoven befasst.
Als Resultat der Studien hat er ihm dann Sonaten gewidmet, die Sonaten Opus 2, Beethoven nämlich. Und auch zu diesen Sonaten zeigen wir hier ein Autograph von Skizzen, wo Beethoven darauf notiert hat, noch einige Zeit in dem Kontrapunkt und er kann arbeiten, was er will. Das heißt, das ist ein Zitat von Haydn, das der Haydn dem Beethoven gegenüber gemacht hat und gemeint hat, naja, jetzt hat er schon ganz gut studiert und jetzt kann er sozusagen wirklich tolle Kompositionen schreiben, würde ich sagen. Das war also der Unterricht bei Haydn. Dann ist Haydn nach London aufgebrochen und er hat Beethoven, seinen Schüler, an Albrechtsberger, einen der berühmtesten Kontrapunktlehrer der damaligen Zeit, vermittelt. Und hier hat Beethoven wirklich hart gearbeitet, sehr ernsthaft gearbeitet. Man kann das ist ein großes Konvolut von seinen Studien bei Albrechtsberger erhalten. Wir zeigen hier auch ein Blatt. Und das ist ganz anders. Da gibt es also seitenlang Kommentare von Beethoven, von Albrechtsberger selber, wo man sieht, die haben sich also wirklich mit der Thematik Kontrapunkt in den verschiedensten Varianten auseinandergesetzt. Anschließend, erst später, wollte sich Beethoven noch vervollkommnen im italienischen Stil, im italienischen Vokalstil und hat Unterricht bei Antonio Salieri, dem Hofkapellmeister in Wien, genommen. Hier ist wieder der Unterricht eher vielleicht mündlich erfolgt. Trotzdem haben wir hier ein Studienblatt von seinen Studien bei Antonio Salieri. Hier war es so, Salieri hat ihm immer einen Text gegeben von Metastasio. Das ist hier das mittlere Blatt. Und Beethoven musste das in verschiedenen Besetzungen vertonen. Also von einstimmig bis vielstimmig. Und immer mit einer anderen Melodie versehen. Salieri hat immer nur die Oberstimme korrigiert, also immer nur die Melodiestimme, denn auf das ist es ihm angekommen. Während die anderen Stimmen, die musste dann Beethoven, das musste er dann entsprechend anpassen, das hat er dann selber machen müssen. Auch hier wieder eine Sonate, die Beethoven Salieri gewidmet hat. Auch hier wieder. Und zwar handelt es sich um Violinsonaten. Interessant ist hier, dass es sich ein Exemplar aus dem Besitz von Johannes Brahms handelt. Ich finde es auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, welche große musikalische Bildung und Ausbildung Maximilian Franz hatte. Er war viel mehr als ein Musikliebhaber, er war ein ausgebildeter Sänger, ein ausgebildeter Pianist, ein ausgebildeter Streicher und recht gut hat auch die Flöte gespielt. Das ist schon etwas Besonderes, da denkt man gleich an Friedrich Wilhelm von Preußen. Das ist was anderes als der musikliebende Adelige, der musikliebende Fürst, der für die Barockzeit oder für die anschließende Klassizismus typisch ist. Und da haben wir so ein paar Beispiele mitgebracht aus Wien, um zu zeigen, wie das Ganze begonnen hat. Und wenn man hier sieht, dass er als Sechsjähriger mitgesungen hat in einer Litanei, die seine Mutter Maria Theresia für die Familie komponieren hat lassen, bei keinem geringeren als Johann Adolf Hasse, große Opernkomponist dieser Zeit. Und der komponiert jetzt für die Familie, für alle Kinder, eine Litanei, die liturgisch in der Wiener Hofburgkapelle aufgeführt wird. Der Älteste, spätere Kaiser Josef, spielt die Orgel. Und der Jüngste, der Maximilian Franz, der singt im Tutti mit. Und dazwischen sind auch alle anderen beschäftigt. Das gibt es sonst nicht. Davon zehrt man dann. Und wenn man dann liest, wie viel Kammermusik es gegeben hat, wo er Bratsche oder Violine gespielt hat, dass er dauernd in die Oper gegangen ist, interessanterweise oft immer gemeinsam mit dem ältesten Bruder. Josef II., der Älteste, und Maximilian, der Jüngste, die gehen gemeinsam in die Oper. Die haben besonders starke Musikinteressen. Und der wird jetzt Kurfürst von Köln, residiert in Bonn und ist eigentlich sein ganzes Leben gewohnt, nicht nur sich an der Musik zu erfreuen, sondern Musik zu machen. Und damit wird er dann auch ein Vater, nicht ein Dienstgeber, ein Vater der Hofkapelle. Das muss man sehen. Und wenn jetzt
dank des Beethovenhauses dieses große Forschungsprojekt über die Musik in Bonn zur Zeit Beethovens läuft und auch schon einiges publiziert ist, das ist sensationell und ganz wichtig, dann muss man auch auf die Wurzeln zurückgehen. Und wenn Haydn nach Bonn kommt, auf der Reise nach London Station macht, ja, da heißt es immer, da wurde ihm Beethoven vorgestellt und dann wird er nach Wien geschickt, um bei Haydn Unterricht zu nehmen. Da müssen wir aber wissen, dass der Maximilian Franz den Haydn damals schon 20 Jahre lang gekannt hat, oder mehr als 20 Jahre, dass er ihn in Esterhazer besucht hat. Das heißt, er hat nicht seinen Beethoven zu dem großen Haydn geschickt, sondern er hat seinen Beethoven zu seinem guten musikalischen bekannten Haydn geschickt. Und auch mit den anderen Lehrern des jungen Beethoven in Wien war Maximilian Franz aus der Wiener Zeit sehr vertraut. Das heißt, da haben sich Kreise geschlossen. Und das muss man auch berücksichtigen und das wollen wir da zeigen. Da kam nicht ein musikliebender Fürst, da kam ein Musiker, ein gut ausgebildeter, der seine Connections gehabt hat, seine Netzwerke gehabt hat und die seinen Kapellmitgliedern zugutekommen hat lassen. Eigentlich ein Glücksfall für die Region. Ein Glücksfall für Bonn, ein Glücksfall für die Region, ein Glücksfall für die Kapelle. Und sprechen wir über diesen Glücksfall. Man darf nicht zu positivistisch denken und sagen, ich brauche jetzt Briefe von Maximilian Franz an den Komponisten XYZ. Und wenn ich die nicht habe, dann glaube ich das nicht. Ich bin auch glücklich, wenn ich Zeitungsartikel habe über Opernbesuche und nachher hat er mit dem Komponisten gesprochen. Und da ist eben leider viel verloren gegangen durch die Auflösung des Kurfürstentums. Da ist vieles noch zu finden und man findet es ja, das zeigt das Forschungsprojekt, das jetzt im Beethovenhaus läuft. Und da sind Querverbindungen einfach auch zu erkennen. Wenn der in Wien mit Salieri in gutem Kontakt war, ja, warum soll er dann, als er nach Bonn ging, gesagt haben, den Salieri kenne ich nicht mehr, den möchte ich nichts mehr zu tun haben. Nein, dann sage ich doch lieber Beethoven, wenn du in Wien bist, du studierst zwar bei Haydn, aber dann besuch auch meinen Freund Salieri und stell dich vor und sag ihm schöne Grüße von mir. Das muss man erkennen und mein Gott, ich habe gesprochen von der Ausbildung, von der Bildung von Maximilian Franz. Wenn er seine Kavalierstouren macht, wenn er seine Dienstreisen von Wien aus, alles noch in der Wiener Zeit macht, wenn er seine Geschwister besucht, immer, egal wo er ist, in Frankreich, in Italien, in München, in Böhmen, in Ungarn, immer geht er in die Oper. Da lernt er das Repertoire der Zeit kennen, da nimmt er viel mit und schaut sich auch Opern zwei- oder dreimal in verschiedenen Städten an, damit er vergleichen kann, wie ist die Opernszene da und wie ist die Opernszene dort. Und wenn er auf der Kavalierstour nach Salzburg kommt und der Salzburger Erzbischof für ihn eine Oper bei Mozart komponieren lässt und die wird ihm jetzt vorgeführt, ja, Il Re Pastore, das steht in jedem Mozartbuch, ist recht schön, aber er musiziert dann auch bei Hofe, er macht Kammermusik am Abend. Was ist die Abendbeschäftigung? Musik machen. Diner, ja natürlich, und dann vielleicht Spiele, aber man spielt, man macht auch Musik. Und da nimmt er wieder was mit. Den kleinen Mozart, der so alt war wie er, im selben Jahr geboren, 1756, lernt er in Schönbrunn kennen, als die Familie Mozart über Einladung von Maria Theresia in Schönbrunn ist. Und die beiden, der jüngste Sohn von Maria Theresia und der jüngste Sohn von Vater Leopold Mozart, die spielen dann miteinander. Okay, das ist auch nichts Neues. Aber da bleibt ja was zurück. Den trifft er in Salzburg wieder und musiziert mit ihm und die Oper. Und Mozart hofft dann, dass er vielleicht nach Bonn engagiert wird, weil das ja ein Netzwerk mit ihm ist, weil man den ja kennt. Man darf das nicht so punktuell sehen. Schönbrunn, Il Re Pastore Salzburg. Man muss die Bindeglieder erkennen und man muss ruhig mit Fantasie sich vorstellen können, da ist ja immer was zurückgeblieben.
Er ist ja nicht bei der Tür hinausgegangen und hat gesagt, das war's. Er ist bei der Tür hinausgegangen und hat gesagt, das war schön, das merke ich mir, das hat mich geprägt. Also ist ja die musikalische Sozialisierung von Beethoven damit natürlich stark geprägt worden. Also die musikalische Sozialisierung von Beethoven wäre bei einem anderen Kurfürsten, bei einem musikliebenden Kurfürsten, eine ganz andere gewesen und nicht so stark geprägt wie bei diesem Musiker-Kurfürsten. Ja, soweit die Äußerungen. Jetzt habe ich ich habe gerade den Hinweis bekommen von Lukas, dass die Gesichtserkennung noch an war. Jetzt hatte ich sie deaktiviert, aber ich hätte das noch scharf stellen müssen. Ja, jetzt seht ihr dann bezieht das Ganze ohne Greenscreen, beziehungsweise wie der Greenscreen hier aussieht, hier hinter mir. Auch egal, schnell umgeschaltet. Ja, das waren die Informationen über die Ausstellung, die heute gestartet ist. Gestern war die festliche Eröffnung Bonns Goldenes Zeitalter, die kurkölnische Residenzstadt zur Zeit Beethovens. Und ja, das Ganze wird natürlich auch noch begleitet durch einen Katalog, 400 Seiten stark, kostet 29 Euro. Ist noch nicht erschienen, ging wohl zu verspätet in die Druckerei. Ich kenne sowas, wird also Ende Oktober erscheinen, Verlag Stadtmuseum Bonn. Herausgegeben von Ingrid Botsch in Kooperation mit dem gerade gesehenen Otto Bieber und Ingrid Fuchs, die ich ja auch interviewen durfte. Ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und ihr pilgert jetzt zu dieser Ausstellung. Die Öffnungszeiten hatte ich euch ja auch eingeblendet. Mittwoch bis Samstag 13 bis 17 Uhr, am Sonntag von 11.30 Uhr bis 17 Uhr, Montag und Dienstag geschlossen. Natürlich auch am 24., 25. und 31. Dezember. Da ist das Haus auch geschlossen, also das Ernst-Moritz-Arndt-Haus, dort ist die Ausstellung, in der, ja, das haben wir in der Beethoven-Adenauer-Allee 79, das ist ungefähr 50 Meter vom Rheinufer entfernt, in der Nähe der Universitätsbibliothek. Auf der anderen Seite findet da auch die Bundeszentrale für politische Bildung, da wisst ihr ungefähr, auf welcher Höhe sich das Arndt-Haus befindet, Adenauer-Allee 79. Ich kann euch nur empfehlen, euch diese Ausstellung anzuschauen. Die vielen Exponate, das, was ich jetzt gebracht habe, ist nur ein kleiner, klitzekleiner Ausschnitt. Und vielleicht, warte mal, hier bei dem kleinen Ausschnitt müsste eigentlich auch einen Greenscreen-Effekt gehen. Ich mache das jetzt hier auch nochmal mit der Schüpfplong. Ah, nee, nicht richtig. Das, okay. Greenscreen wieder aus, zack. Ja, ich werde diese zwei Videos natürlich auch nochmal bei YouTube veröffentlichen, werde sie zusammenschweißen zu einem Video oder vielleicht lasse ich sie auch in zwei Teilen, dann kann man das einfacher machen, dann, ich weiß nicht, ich überlege mir das noch und ja, das war's. Man hört, sieht und streamt sich dann wieder in den nächsten Tagen, nächste Woche auf alle Fälle. Am Montag natürlich ist die Konferenz Next Egg. Die startet da ist ja die Kamera, um 9.30 Uhr, also Montag 9.30 Uhr wieder einschalten. Da gibt es also eine richtig gute Konferenz von Mr. Next Act, Winfried Felser und vielen anderen Akteuren, Thomas Sattelberger, Ute Kohn und vielen anderen Top-Speakern und Top-Talk-Runden. Und wir werden das Ganze hier hinten in unserem Studio produzieren, wo wir dann schon einen großen Greenscreen aufgebaut haben, so 5 Meter. Dieter Müller, der Drei-Sterne-Koch und Erik Kletti sind auch zugegen. Die werden hier nach Bonn-Düsdorf kommen. Ich hoffe, ihr seid neidisch und werden ihre Künste darbieten. Da freue ich mich schon sehr. Und hier im Hause Sohn gibt es also schon eine große Neugier auf diese Zwei-Sterne-Köche. Das wird wieder spektakulär. Am Montag mit der Next Act geht los um 9.30 Uhr und geht dann den ganzen Tag. Abends dann, glaube ich, ab 20 Uhr Dieter Müller und Erik Kletti, diese Sterneköche, diese Götter der Küche und der Kochkunst, sind dann in der Etikofer Straße in Bonn-Düsdorf. Also prominenter Besuch hier im Studio von Sohn et Sohn. Und von Sohn et Sohn wird das Ganze natürlich auch produziert. Bis denne.
Tschüss, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, geht am Sonntag zu der Ausstellung, beziehungsweise Samstag hat die ja auch auf, ab 13 Uhr, beziehungsweise am Sonntag um 11.30 Uhr. Geht ihr hin. Bis dann. Ciao.